Hallo AFOPS, willkommen im Normenstandstudio von Bluebricks. Ich bin der Micha. Und ich bin der Marco. Das ist mir egal. Das hier ist... Das will ich haben. Du kannst mir gerne was erzählen und mir ein bisschen berichten, aber da freue ich mich jetzt wie Bolle drauf, das auseinanderzunehmen. Das hat der Marco gebaut. Ich war nicht da. Und dann war es weg. Dann hat er es gebaut. Das ja, es ist noch da. Also bei uns im Shop ist es noch da. Micha, du kannst es auch noch haben. Ich hätte es aber so gern gebaut. Dann holst du dir und baust. Mal überlegen. Ich gucke es mir mal an und dann überlege ich mir das, was ich mache. Okay. Okay, du hast gebaut von Mode King? Den Konzertsaal. Den Konzertsaal. Jawohl. Und wie ich gesehen habe, dass der bei uns ankommt, da war ich sowas von heiß drauf. Oh. Wirklich? Oh, ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann sein, dass ich eine Tüte zu Hause vergessen habe. Eieiei. Da sind nämlich auch wieder solche LED-Komponenten dabei. Die sind in der extra Tüte. Guck mal, ob die bei diesen 8 Beuteln da dabei sind. Ich fürchte, ich habe die zu Hause liegen lassen. Eieiei. Ist in der Beschreibung, glaube ich, bei uns im Shop auch erwähnt. Ne? Ist erwähnt, ja. Da sind wieder diese LED-Streifen dabei. Ich habe sie wieder nicht eingebaut. Ich mag meine Gebäude ja modular. Und wenn du die alle voll verkabelt hast, kannst du sie nicht mehr so gut. Ich glaube, ich habe es vergessen. Hast du vergessen? Naja, ah, ich bin auch, schuld. Es tut mir auch leid. Du wirst nicht jünger. Ist aber halt für mich nicht zentraler Bestandteil des Sets. Ist halt ein Nice-to-have dazu, dass das Set an sich und die geilen GoBricks-Steine, die wunderbaren Steine, die tolle Steinequalität und das Design, das ist das Highlight. Das ist wieder so eine Leiste, die man so aufklebt, meine ich, bei den Sets immer. Ja, ja. Und so ein kleiner Hub oder irgendwie verschiedene sowas. Verschiedene Sachen, genau. Und eine kleine Batteriebox. Okay, also es ist, Leute, also der erste Eindruck. Ich meine, Marco hat es auf den Tisch gestellt, hat mich gerufen, hier, lass uns mal zusammen drehen. Und wie ich diese Farbe gesehen habe schon, also diese Farbe, dieses kaffeebraune Gebäude, ich fand es grandios. Reddish brown, weiß, bisschen... Dark Grey, also Dark Bluish Grey und dieses Orange ist, glaube ich, Dark Orange. Also schöne Akzente, passt gut zusammen. Das schwarze Dach cool. Sieht sehr klassisch, sehr edel aus. Mode King. Es gibt 8 Bauschritte. Jeder Bauschritt ist in so einem Zipbeutel von Mode King. Und der fein säuberlich zusammengelegt von Marco. Die Bauschritte sind alle so klein, dass man sie herrlich am Couchtisch bauen kann, während was im Fernseher läuft oder auch nicht. Es ist ein großer Stickerbogen dabei. Ich habe einige Sticker aufgeklebt, viele aber auch weggelassen. Beispielsweise hätte man an diesen Säulen hätte man so Verzierungen aufkleben können, die so in Schildform sind. Habe ich gelassen, brauche ich nicht. Auf dem Karton sieht man es. Vorne an den Säulen, unten an diesen Schilden oder oben an dieser Dachkante, da hätte man kleben können. Also hier das. Und da oben. Oben das, hier. Das auch. Ja, ich wollte es nicht. Es sieht so auch schön aus. Das finde ich allerdings auch. Das muss man nicht haben. Und es gibt auch so große Bilder, die man da an die Wände dran machen kann. Das habe ich jetzt auch gelassen. Das hättest du mal machen können, finde ich. Hätte ich machen können, ja, habe ich nicht. Ich schaue es mir an, wo es fehlt. Ja. Und das hast du aufgeklebt hier? Das ist, Den Rest habe ich aufgeklebt, das findet sich dann drinnen. Okay. Ein paar Sachen habe ich geklebt. Ich bin aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Okay, Mode King Anleitung genial. Also genial, ich jawohl, es ist ein kleiner Fehler drin, da kommen wir dann später noch dazu. Okay, Mode King Anleitung bedingt genial. Also du hast hier kleine, also größtenteils wirklich... Mit kleinen, wie nennst du die Kästchen immer? Teileliste. Okay. Jo, Teilekasten, Teileliste, ja. Egal. Also nicht so groß, das heißt, man kann wirklich Stück für Stück da was hinzaubern. Ne? Das sieht aber schon. Wollt ihr was wissen? Okay. Ich würde sagen, die Leute wollen in das Set reingucken, Micha, jetzt mach mal. Okay. Stress mich nicht. Also, modulares Gebäude, das heißt, ich gehe jetzt schon mal davon aus, wir haben hier eine untere Etage, eine Etage und ein Dach. Jawohl. Das ist richtig so. Und wir haben wieder herausnehmbare Seitenwände, das verrate ich dir schon. Nein. Doch. Gut, das hier oben ist 1? Ja. Okay, dann fangen wir unten an. Wie ist das gehört, gell? Alter, was ist denn jetzt? Ja, da ist noch was drin. Wie? Ah. Kannst du auch rausnehmen. Leute, das hab ich zuerst gesehen. Da denke ich, was ist das hier? Ja, das sieht witzig aus. Das ist die Bühne. Die kann man auch herausnehmen. Dieses ganze Sandloop-Teil kann man en bloc herausnehmen. Ehrlich? Mach ruhig. Ich muss es erst mal so zeigen. Also bevor ich jetzt groß da reingucke, macht euch doch erstmal ein Bildchen davon, was das hier ist.
und wie das aussieht. Also. Ja, ein Konzertsaal. Ich würde sagen, es ist nicht für ein Symphonieorchester, es ist eher so Kammermusik. Es gibt ein Piano, es kann sich jemand mit einer Geige hinstellen, es kann sich jemand mit einem Blasinstrument noch hinsetzen oder so und dann ist die Bühne halt auch schon voll. Ja, jetzt ist natürlich auch bestuhlt, aber das sieht man dann besser, wenn man die Bühne rausgenommen hat und man es von der anderen Seite aus sieht. Also, das ist die Bühne. Die Bühne auch mit diesem, das ist Dark Brown, hast du gesagt. Das andere ist Reddish Brown und da unten bei der Bühne ist Dark Brown. Das ist der dunklere Braunton. Ja. Dann haben wir hier eine Bühne mit Stühlchen, mit auch so kleinen Säulen als Verzierung. Ja. Und wunderbaren Leuchter hier oben. Ja, die sind schön. Ein Klavier. Da ist dann auch mal, also bei den Notenständer ist halt mal ein kleiner Sticker drauf mit den Noten und beim Klavier ist ein kleiner Sticker mit Noten oder so. Okay, das heißt, die habe ich aufgeklebt. Hast du hier oben angebracht und hier angebracht. Genau. Mhm. Diese großen Wandelemente, diese riesigen Panels, die sind auch herrlich. Die waren auch einzeln eingepackt, diese ganz großen. Da ist kein Kratzer drauf. Super. Also Die sind herrlich eingepackt. Es gibt die ja auch in durchsichtig, so als große Veranda-Elemente und die werden bei Moltke auch einzeln eingepackt und die sind jetzt zwar nicht durchsichtig, aber auch glatt wie ein Babypopo, wie meine Mutter immer gesagt hat. Ich entwickle hier einen leichten Fetisch, ist das peinlich? Ja, das Noppenstein-Fetisch, das kann ich gut verstehen. Also, die Bühne hat auf der einen Seite auch so einen Durchgang, ne? Auf der einen Seite ist eine Öffnung. Ja, das zeige ich jetzt gleich mal, habe ich schon entdeckt. Das ist dann der Bühnenaufgang, das gucken wir uns noch an. Jetzt kannst du die Seiten auch mal abnehmen, da kann man noch besser... Ernsthaft? Noch besser gucken, ja. Hier? Die beiden Seiten kannst du nach oben rausziehen. Sicher? Margo? Ja, ich bin mir sehr sicher. Okay. Seite mit großen. Und da in diese Panels rein, auf der Seite hätte man diese beiden großen Sticker mit Beethoven, Chopin also oder wem auch immer. Das ist so eine kleine Hinwand gewesen. Sieht man dann von innen, ja. Okay. Eine kleine Besetzungscouch? Oder? Sehr gut, ja. Das ist nämlich, diese Seite ist nicht, ich dachte erst, dass das Gebäude ist langweilig, also spiegelsymmetrisch, stimmt aber gar nicht. Die linke Seite ist für die Musiker und diese Treppe hoch geht's zur Bühne. Hier mit einer Trans-Clear-Tür von 1A-Qualität, würde ich mal sagen, oder? Richtig. Ich weiß nicht, ob ich lasse es mal hier, der Badesteller macht das sowieso, bitte passend, das einfangen kann, das ist super, super klar. Super klar und halt auch, egal wie du sie stellst, sie hat immer ein bisschen Klangkraft, genau. Wunderbar. Eine Couch, der Treppenaufgang zum Eingang hier, zur Bühne. Genau. Die Bühne selbst ist auf 4 Noppen festgemacht. Ja. Hier 2 und hier 2. Mit herrlichen 6x6 Fliesen drunter, die auch glatt sind. Es gibt die ja auch in nicht glatt, aber die sind... Die ganzen Fliesen. Ja. Also die Fliesen auch hier, diese Treppenaufgang zu der Stuhlreihen macht. Ja. In Reddish Brown. Toll. Jede Menge Stühle in Dark Red. So, du hast mir gesagt, ich kann beide Seitenteile rausnehmen. Ja, das auch. Mitsamt der Treppe. Die Treppe bleibt drin. Ich glaube, warte mal, stopp. Lass mich mal gucken. Nee, stimmt, da unten ist, glaube ich, zu. Ja, da unten ist zu. Die Seite ist tatsächlich geschlossen wegen der Treppe. Aha, leere Versprechungen gemacht. Ja, im Obergeschoss geht's. Jetzt habe ich. Dann zeige ich euch das nochmal so, ohne dass die Seite rausgeht. Hier haben wir. Das sagt uns der Margo, was das ist. Margo, was ist das? Ja, der Eingang. Also da ist so eine Spieltafel, da steht drauf irgendwie Beethoven so und so viel Uhr, Mozart so und so viel Uhr, also um wie viel Uhr was dargeboten wird. Aha. Wie so in einem Kinosaal quasi, wann kommt welcher Film, Konzertsaal. Da ist ein kleiner Tresen, wo die Eintrittskarte entgegengenommen wird. Und dann gehen die Leute entweder nach unten auf die 12 Plätze direkt vor der Bühne. Ja. Und es führt auch noch eine Treppe nach oben. Wahrscheinlich, ich sage immer, vielleicht irgendwas wie eine Loge, ne? Oder was? Ja, das würde sich auf den Rang. Hier drüben hat der Marco wohl 2 Bilder aufgeklebt. Ja. Ist das richtig? Die sind geklebt, richtig. Das sind Sticker. Es gibt in dem Set, lass mich überlegen, ich glaube keine Prints. Also alles, was ihr seht, sind Sticker. Es sind aber auch nicht allzu viele. Gut. Wunderhübsche Säulen haben wir hier. Ja. Die sind nicht nur einfach, sondern da ist auch mit Verkleidung drumherum und allem Pipapo. Also vorne wie hinten. Sieht sehr edel aus. Ich mache das jetzt mal wieder hier rein. Mit diesen großen Panels. Die Bühne stelle ich jetzt auch mal wieder rein. Die lässt sich wunderbar da reinsetzen. So lässt sich die wunderbar da reinsetzen auf diese Noppen. So, und dann... Sie steht ein bisschen schief, aber... Entschuldige.
Herr Doktor. Okay, also wir gehen hier als Gast rein. Ja. Gehen hier die Treppe hoch, die wir euch gezeigt haben. Treppe hoch und dann kommen wir gleich da drüben hin. Und hier ist der Eingang für die Künstler. Besetzungscout, Treppe, Bühne. Ich würde es eher Backstage-Bereich als Besetzungscout nennen. Ja, aber wenn doch jemand drauf sitzt, ist es besetzt. Ja, du hast recht. Oh. Das war jetzt, tut mir leid. Okay, so. Nächste Etage. Also wir kommen die Treppe hoch, machen dann das Dach ab. Da ist gar keine Loge. Da, das sind zwei Sitzplätze, links und rechts. Jetzt zeig's doch mal. Guck, aber Moment. Also gut, ihr müsst euch vorstellen, hier ist jetzt die Bühne. Die kommt hier oben raus. Das heißt, oben hast du Stehplätze. Oben hast du Stehplätze und du hast jeweils links und rechts in der Ecke ein Tischchen mit einem Stuhl mit Lehne. Dieses dunkelrote da ist jeweils ein Stuhl mit Lehne. Ich möchte nicht wissen, was die zwei Plätze kosten. Ja, das stimmt. Möchte ich nicht wissen. Also zwei winzige Logen. Aber da oben ist ja auch nicht allzu viel Platz. Es muss viel offen sein wegen der Bühne. Und wegen dem Klang. Wegen des Klangs, genau. Und auch da kannst du die Seitenwände rausnehmen, diesmal auf beiden Seiten. Dann mache ich das doch mal. Dann sehen wir doch viel mehr. Einmal, zweimal. Ja, auch hier, ich versuche es nochmal in die Kamera zu halten. Wenn ihr diese weißen Fliesen seht hier. Spiegelglatt. Da seht ihr nichts. Wie ihr seht, seht ihr nichts, gell? Es gibt ja YouTuber, die sehr viel Zeit damit verbringen, sich Fliesen anzugucken. Da gibt es bei denen nicht viel zu sehen. So, kleines Tischchen mit ein bisschen Blumen drauf. Bisschen überdimensional, wenn ich mir das vergleiche mit dem Stuhl nebendran. Psst, okay, nee, ich wollte es mal sagen. Hätte auch zwei Stühle hinstellen können, aber man kann es ja das auch das hier umbauen. Oben, ich mache das mal ab. Das ist ein Sticker. Auch ein Sticker? Das ist ein Sticker. Du hast einen runden Sticker aufgeklebt, du bist sehr mutig. Ich habe einen runden Sticker aufgeklebt und der Sticker ist auf dem Stickerbogen tatsächlich so, dass ein kleines Tortenstück fehlt, damit, wenn man ihn auf diese gewölbte Oberfläche aufklebt, er dann geschlossen ist. Trotzdem, den Sticker, man kann ihn auch weglassen, das ist nicht so ganz ideal. Gut, vielleicht kann man auch besser aufkleben. Also ich denke mal, da kann man sich nochmal dran versuchen. Ja. Auch du kriegst noch eine Chance. So. Und jetzt setz das doch mal auf das Erdgeschoss drauf, so wie es gerade ist, dann ohne das Dach. Dann sieht man nämlich sehr schön, wenn die Bühne gerade richtig steht, das weiß ich halt nicht, dann schließt die Bühne oben exakt bündig mit dieser braunen Kuppel quasi ab. Also das ist dann herrlich geschlossen. Es gibt ja diesen Bereich, wo die Uhr dran hängt oben. Ja. Und das sollte genau vor der Bühne. Ja. Ja, ist also perfekt. Das sieht wunderbar aus. Mal gucken, ob man das so sehen kann. Es ist schon sehr passgenau. Also die Bühne hier, die schließt wirklich, also bündig. Und ihr habt es ja gesehen beim Zusammensetzen, ich bin ja schon ein bisschen tollpatschig. Das funktioniert sogar bei mir reibungslos. Ja, sieht herrlich aus. Große Bühne, toll. Man kann natürlich argumentieren, ja, so ein Konzertding, das muss ja auf mindestens 64 mal 64 Noppen stehen. Natürlich, dann hat es viermal so viele Teile, ist viermal so teuer und 32 mal 32 Noppen ist halt so das Raster für modulare Gebäude. Und ich finde, für die Vorgabe, es muss auf 32 mal 32 Noppen stehen, ist das ein sehr, sehr schöner Konzertsaal. Jetzt frage ich mich wieder, wer auf die Idee kommt und da sagt, das muss auf 64 mal 64 irgendwie stehen. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen. Ich war keine Ahnung. Warum? Woher nimmst du diese Theorie? Egal. Es wird mir ein Rätsel bleiben. So, ein Dach haben wir noch. Dach haben wir noch. Da gucken auf beiden Seiten so drei rote Technikachsen, Zweierachsen raus. Die hätte man auch in Schwarz beilegen können oder in Gold, aber sie sind halt in Rot. Okay. Wenn man will, ist es ein Farbklecks. Gibt es denn goldene Technikachsen? So. Wenn man sie produziert, schon. Das ist mal eine Aussage, jawohl. Ja, sieht also auf jeden Fall schön aus. Das ist stabil. Also das ist hier, das ist. Ja. Wie ist es denn hier mit Bauen? Ich habe schon manche Dächer von diesen Dächern bauen müssen, dürfen. Guck dir mal die letzten. Guck dir mal die letzten Seiten der Bauanleitung an, dann siehst du, was da drin ist. Aber du weißt, was ich meine, oder? Ja, ich weiß, was du meinst. Die Dinge bauen, es gibt unterfuttert. Es gibt Dächer, die sind nicht allzu stabil. Da gehört dieses Dach definitiv
nicht dazu. Das ist nämlich mit großen 2x10 Bricks und so Technikrahmen ausgefüllt. Also da gehen sehr viele Teile rein, einfach nur damit. Also von diesen 2x10ern und den 2x6er Bricks in braun und in weiß hast du einige, die du später gar nicht mehr siehst. Die sind einfach nur dafür da, dass das Dach stabil ist. Das Dach ist wie ein Kobi-Panzer. Das ist voll, das ist stabil. Ja, aber das ist schön, weil ich mag es nicht, wenn ich am Ende dann irgendwas noch da rumtüfteln muss und krieg dann immer, drückt mir irgendwas zusammen, was eigentlich nicht sein muss. So, und jetzt geht auch noch mal zu der Stelle mit dem. Du hast noch Satzgebefehle. Mit der Markierung. Ich hatte einen orangen Zettel oben drin. Warte. Ja. Rechte Seite, da baust du diese Säulen. Nee, nicht Säulen. Da baust du so senkrechte, 2 Noppen breite Bereiche und setzt sie dann da vorne dran. Sollte Verzierungen hier. Ja, zeig einfach mal diese Stelle. Und du setzt in diesem Teilekasten da im unteren Bild, setzt du noch so einen Bracket oben dran, so einen Baurichtungsumkehrer, und setzt das Ganze dann von vorne an Bracketlöcher dran. Also du baust diese senkrechte Plate an etwas, an Noppen dran von der Seite und machst aber gleichzeitig diesen einen Bracket noch oben dran. Ja. Und das geht nicht. Du musst den Bracket oberhalb der anderen Brackets am Gebäude befestigen und dann kannst du die Plate vorne dran machen. Aber du kannst nicht gleichzeitig Noppen von der Seite und die eine Noppe oben drauf, das will nicht. Also da ist einfach nur den Bracket ans Gebäude und die Plate vorne dran und fertig. Das ist, und das war es auch schon. Das ist sinnvoll, bevor man sich rumärgert. Aber ich glaube, da kommt sogar jeder drauf, oder? Da kommt jeder drauf, ja. Also das ist jetzt nicht irgendwie das ist halt, größere Katastrophe. Das ist so eine Stelle, wenn ich das bei einem Blue Brick Special sehe und ich die Bauanleitung kontrolliere, das habe ich bisher erst bei einem Set gemacht, weil das normalerweise meine Kollegen tun, dann würde ich dem Designer sagen, ende an der Stelle die Bauanleitung. Cool, mit noch ein paar Plates wirklich stabil gemacht. Ja, und was Stabilität angeht, das sind hauptsächlich 2 16x16 Plates in weiß. Also da wird auch nicht gekleckert, da wird geklotzt, was die Teile angeht. Es gibt insgesamt, glaube ich, 4 oder so von den 16x16 Plates, die liegen dem Set lose bei. Also die sind zwischen den Tüten, weil die so groß sind. Ansonsten ist alles nach Bauschritten. Du hast es manchmal so, dass du in Bauschritt, sagen wir mal in Bauschritt 2, eine Menge spezieller Teile hast, von denen du nur eine gewisse Menge brauchst. Den Rest legst du noch beiseite und brauchst ihn später noch. Mhm. Also diese schönen gewundenen Verzierungen, die so aussehen wie Pflanzranken nur in weiß, die hast du relativ früh mal und brauchst sie später beim Dach nochmal. Und du hast sie halt alle in einer Tüte. Hast du immer wieder mal, dass nicht nur du die Tüte komplett aufbrauchst und dann musst du an die nächste da. Oder du hast Fensterscheiben und du brauchst nur einen Teil davon, den Rest brauchst du später, aber das ist ja kein. Also das ist wirklich eins, letzte Zeit eins der schönsten Häuschen, muss ich sagen. Ja. Fass doch mal zusammen. Den Zettel hast du, der liegt hinter der Box, wenn er nicht runtergefallen. Ich habe hier einen Spicker. Marco hat mir einen Spicker hingelegt. Also, wir haben hier den Konzertsaal von Motking, die 16032 mit 2875 Teilen für 149,95. Die Maße sind Standard 25,5 x 25,5 und 32 in der Höhe. Ich nehme an, bis zu den Hörnchen da oben. Bis zu den Hörnchen, genau. Entspanntes Bauen hat der Marco mir notiert. Das nehme ich ihm auch so ab. Und es liegen LED-Komponenten bei. Das sollte man noch bei der Bemerkung dazu schreiben. Es liegen LED-Komponenten bei. Sehr, sehr schön. Und da der, was? Ja, sag okay. Du. Und da der Marco sehr, sehr egoistisch ist in der letzten Zeit. Da du sehr viel Urlaub hattest in letzter Zeit. Hat er auch dieses hier gebaut und euch schon mal gezeigt. Und da ich das hier noch stehen hatte, kam mir ja mal so eine kleine Straße drauf. Und ich kann es mir nur mal ganz kurz angucken, also nur ganz kurz, weil ich habe es noch nicht gesehen. Was, du guckst die Videos nicht? Doch, das habe ich schon gesehen, aber ich habe den Ton nur rausgemacht. Nee, ja, Spaß. Kann ich dir nicht verübeln. Ist das der Karton? Ja, das ist der Karton von einem weiteren Set, das wir auch noch haben. Okay, ich stelle das mal hier hin. Das hast du gebaut, das hast du gezeigt. Dreiteiliges, modulare Geschichte, Musik mit, was war das? Ein Musikgeschäft, du hast einen kleinen Pub unten, du hast eine Schneiderei, du hast 2 Wohnungen. Auch da sind die Seitenwände und die Rückwände herausnehmbar. Herrlich. Kannst du dir gleich noch in Ruhe angucken, wenn die Kamera aus ist. Die Leute kennen es ja schon. Ja, ja. Also sehr hübsch. Ein bisschen ein ganz anderer Stil, ein ganz andere Epoche, Zeitalter, wie auch immer. Aber hat so was Mediterranes, finde ich, dieses Gebäudeensemble. Ich mag das auch, wenn das so
Ja. Weißt du? Ganz anderes Gebäude. Ja. Beide Sets haben ihre Vorteile. So, und der Marco, der geht heute aufs Ganze. Das stand auch noch hier, das muss ich mit nach Hause nehmen. Ja. Oh. So, das hat der Marco auch mal gebaut. Das durfte ich mit ihm hier euch auch schon zeigen. Das ist ein Restaurant und Hotel von Xingbao diesmal. Aus dieser European Architecture. Ja, ja, ja. Welcome to Europe. Und der Marco, wie gesagt, der wollte jetzt ein bisschen angeben, wollte sagen, guck mal hier, habe ich alles gebaut. Wie sieht das aus? Ja, ich finde, das sieht gut aus. Findest du, das sieht gut aus? Ja, jetzt, aber abgesehen von dir, aber doch, das ist toll, alles schön. Das schneidet der Bardusch raus, weil das geht zu weit. Irgendwie hat das auch mal Grenzen. So, alles noch erhältlich? Ja. Das sowieso, ich meine. Und den Karton kannst du jetzt auch noch mal holen. Wahrscheinlich ist nach dem Video eins weniger erhältlich, weil ich finde es genial. Ich finde es genial. Was soll ich zeigen? Den letzten Karton noch. Das ist ja noch ein Gebäude, das haben wir nicht gebaut, ist aber auch neu da. Ah, Mode King, 3430 Teile. Das sieht besonders bunt aus, weil sie da diese LED-Komponenten quasi im Bild dargestellt haben, als hier ist alles beleuchtet, ist alles kalkbunt. Das Dach ist so lila, okay. Ist halt braun mit blau, mit lila Dach. Und es sind auch diese LED-Komponenten dabei. Und wenn man sie mag, super kann man modular. Sie einbauen. Ja, und da auf der Rückseite sieht man weitere Gebäude, die wir auch bei uns im Shop haben, glaube ich. Könnten vielleicht kriegen werden, falls sie gerade noch da sind oder wieder da sind. Genau. Toll. Also wir haben schon wieder ein paar tolle Häuschen da und es kommen ja noch weitere tolle Häuser. Es kommen noch weitere tolle Häuser, es kommen wunderschöne Cafés, moderner Stil. Und da ich jetzt ja die beiden gebaut habe während deines Urlaubs, gestehe ich, jetzt bist dann du definitiv auch wieder dran. Leute, ich hatte 3 Tage Urlaub. Also der macht jetzt da einen, wochenlang nicht da gewesen wäre. Ja, 14 Tage waren es, glaube ich. Das geht keinem. Wenn der Logistikchef 2 Wochen lang weg ist, ei. Naja, es kamen trotzdem hoffentlich noch Pakete zu Hause an, Leute. Okay, dann würde ich mal sagen, Marco. Für heute war es das aus dem Luftsteinstudio. Wir haben genug hier geklotzt. Und nicht gekleckert heute. Nee. Noppensteine kann man nie genug haben. Beim nächsten Mal gibt es mehr und viel Spaß beim Bauen. Und bei den Dingen hat man Spaß. Sehr viel Spaß, jawohl. Also da lege ich meine Hand für ins Feuer. Dann macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ach, dieses Braune. Ich mag das Braune.